Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier meine DirectX 12 YouTube-Serie und zwar heute zum Video 3 in der Section 3 Gapri Memo Management. Ja, bevor ich jetzt anfange zu reden, falls ihr eventuell im Hintergrund, während ich rede, einen 3D-Drucker hört, dann tut mir das leid. Ich kann es gerade anders nicht machen, um regelmäßige Videos zu machen und gleichzeitig auch die Sachen, die ich drucken muss, zu drucken. Ja, ist ein bisschen gerade zeitlich recht viel. Ich bin eigentlich gerade 24/7 eingespannt mit allen möglichen Sachen. Ich schaue, dass ich trotzdem Videos produziere und programmiere. Und deswegen sind dann leider so 3D-Drucker-Geräusche dann, ja, das geringste Übel, denke ich mal. Offiziell solltet ihr nichts hören. Ich habe ein Video-Podcast drinnen. Mal schauen, wie gut der den 3D-Drucker rausmacht. Ich höre ihn mit Kopfhörer auf, aber mal schauen, wie viel ihr hört. Ja, fangen wir mal an. Was ist die aktuelle Situation, die wir haben auf der GPU? Jetzt nach den letzten beiden Videos. Im Prinzip haben wir einen Heap und auf diesen Heap können wir jetzt Ressourcen setzen. Gut, wir können noch ein bisschen kopieren, aber im Prinzip haben wir Ressourcen auf dem Heap. Und das ist auch schön und gut. Das sind auch eigentlich alle Grundlagen und eigentlich alles, was wir brauchen, um Memory Management zu realisieren. Nur müssen wir jetzt auf diesen Grundlagen, ich nenne sie jetzt einfach mal Datentypen, der Heap und die Ressourcen sind jetzt einfach Datentypen. Und auf diesen Datentypen muss ich jetzt ein Memory Management bauen. Aber was ist denn genau Memory Management? Im Prinzip ist Memory Management wie folgt. Und zwar habe ich jetzt hier irgendwie Memory Management. Das kann eine Klasse sein, das können mehrere Klassen sein, das können Kombinationen aus Klassen sein, Konstrukte, Design Patterns, was auch immer, die irgendwie alle hier Ressourcen und Heaps verwalten. Und letztendlich kann ich mit meinem Application Flow beziehungsweise oder auch durch den Manager meinen Application Flow beeinflussen beziehungsweise meinen Memory Manager durch den Application Flow beeinflussen. Das heißt, so ein bisschen so ein I.O.-mäßig nach dem Motto, ich will die Ressource haben auf der GPU oder öffne folgende Textur und lade sie direkt hoch. Also ich sage einfach nur hier, hey, lade blablabla.png und zack, habe ich das Ganze auf der GPU. Und ich kann natürlich auch so Sachen machen wie lade das Ganze asynchron und sag mir Bescheid, wenn ich fertig bin. Oder sobald ich jetzt für diese Textur eine View erstelle, um sie zu nutzen, stoße den Prozess im Hintergrund an, das Ganze hochzuladen. Das ist im Prinzip Memory Management. Also durch unseren Application Flow über einen Memory Manager kontrollieren wir das Erzeugen, Verwalten, Kopieren, was auch immer von Ressourcen. Das wäre so der ideale Fall. Den idealen Fall werden wir nicht erreichen, weil ich einfach im Moment leider die Zeit nicht habe, das Ganze zu programmieren und das auch wieder mal overengineert wäre für jetzt diese Tutorial-Reihe. Wir werden es ein bisschen anders machen. Wir werden keinen zentralen Memory Manager haben, der in der Mitte sitzt und dann irgendwelche Interface-Implementierungen aufruft, die dann dementsprechend laden und Kopieroperationen durchführen. Nee, wir werden eigene Klassen schreiben für eigene Ressourcetypen und werden den Memory Management dann darum rundherum legen. Also wir werden keinen automatischen 100% Manager haben, wo ich sage, hey, lade Ressource mit folgenden Namen. Der weiß dann, was zu der Ressource gehört. Das wäre jetzt so das Ideale. Ich sage quasi, lade folgendes Modell und der lädt automatisch, das werden wir vielleicht zwar auch implementieren, lädt automatisch rekursiv weitere Ressourcen, alles, was halt notwendig ist. So ein bisschen quasi, lade dieses Szenenfile und dieses Szenenfile löst dann viele andere Sachen aus und letztendlich wird alles dann so vorbereitet, dass sobald ich einen Zugriff habe, das dann auch auf der GPU bereitsteht. Wir werden mal schauen, wie nah wir da eben hinkommen. Wir werden nur so nah daran gehen, wie es auch ganz einfach und ohne Probleme lösbar ist. Ja, um aber letztendlich dahin zu kommen, müssen wir uns erstmal überlegen, wie ist denn der Datenfluss? Und den Datenfluss möchte ich jetzt einfach mal am Beispiel einer Textur zeigen. Und zwar liegt diese Textur ursprünglich irgendwo auf unserem Harddrive, also auf unserer SSD-HDD als eine Datei. Diese Datei kann ich mit Windows mit Create File auf eine Handle erzeugen. Das heißt, ich mache dann in Windows eine Handle auf und diese Handle entspricht dann quasi der Datei. Und diese Handle kann ich jetzt zum Beispiel nehmen, um dann mit Read File von hier, der File Page, in einen Memory auf der CPU-Seite, den ich mit malloc allocated habe und mit free wieder freigeben kann, um jetzt da diesen Inhalt der Textur oder allgemein jeglicher Datei zu laden, kann ich jetzt dann eben diese Read-File-Funktion nutzen oder eben, wenn es dann tatsächlich eine PNG ist, weil eine PNG ist komprimiert, die muss ich erst dekomprimieren, beziehungsweise dekodieren, besser gesagt, gibt es dann den sogenannten WIC-Frame-Decoder, das ist WIC für Windows Imaging Component, funktioniert nur auf Windows, muss man dementsprechend auf Linux und Mac was Eigenes einsetzen. Genauso wie auf der Xbox, doch auf der Xbox gibt es WIC-Tiles. Und auf der PlayStation habe ich keine Ahnung, da macht ja Sony mal ein großes Geheimnis rum über die SDK.
Genau, also ich habe dann hier auf jeden Fall diesen Pfad hier, um von Hard Drive auf CPU zu lesen. So, was ist jetzt der nächste Schritt? Jetzt habe ich hier irgendwo das Ganze in den Void Pointer drin. Der nächste Schritt ist im Prinzip das Ganze in einen Upload Buffer zu kopieren, also ein ID3D12 Ressource vom Typ Buffer, die auf einen Upload Heap liegt. Der ist jetzt zwar immer noch auf der CPU-Seite, aber er ist eben auf der GPU-Seite hier zugreifbar. Deswegen ist es hier so zwischen CPU und GPU. Da erzeuge ich jetzt einen Buffer und da muss ich jetzt wieder mit einem weiteren Befehl, mit so einem Memcopy, zum Beispiel Memory-Copy. Ich könnte natürlich direkt in diesen Buffer dekodieren, aber das machen wir nicht. Ich werde euch auch erzählen, warum, denn zum Beispiel Texturen könnten ja unendlich groß sein. Da gibt es dann noch so ein Problem wie Memory Fragmentation. Deswegen haben wir dann Texture Upload Pool. Zum Beispiel eine 4K-Textur hochzuladen benötigt. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mal, wie viel. Ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet. Benötigt, 8 GPU-Copies von der kompletten Upload-Buffer, beziehungsweise 8 Weights, da kommen wir dann noch dazu. Und genau, in diesen Zielbuffer kopiere ich immer, wenn ich quasi darf, mit Memcopy einen Teil meiner Textur, jetzt in dem Fall, um die dann dementsprechend hochzuladen. Habe ich das Ganze jetzt in meinen Upload-Buffer, in meinem Upload-Heap drinnen, dann kann ich das Ganze jetzt über DirectX, über eine Comment-List kopieren, mit Copy-Buffer-Region oder Copy-Texture-Region, je nachdem, was ich kopiere. Und da nutze ich dann dementsprechend jetzt wieder die Funktionen von der GPU, beziehungsweise, ja genau. Das muss jetzt aber wiederum auf eine Ressource, die auf der GPU liegt, passieren, also auf den Default-Heap. In dem Fall eine Textur, aber auch im Prinzip der Datentyp ID3D12 Ressource. Das ist im Prinzip hier der Pfad. Das heißt, im Prinzip haben wir drei Schritte, und zwar einmal Drive CPU und CPU GPU. Jetzt könnte man das Ganze natürlich abstrahieren und sagen, wir machen einmal ein Interface, ein Resource-Implementation quasi, und je nach Implementierung sage ich, das ist die Implementierung, um das Ganze von der Datei, von einem Harddrive zu laden, das ist die Implementierung, um es auf eine GPU zu laden. Könnte ich machen. Werden wir aber wie gesagt nicht machen. Das wäre jetzt der ideale Memory Manager. Aber was macht denn eigentlich so ein Memory Manager aus? So ein Memory Manager sollte im Idealfall einfach und automatisch Ressourcen bereitstellen. Ja, was für Bestandteile hat so ein Memory Manager? Im Prinzip sind es drei Hauptbestandteile. Das eine sind Buffertypen, also Ringbuffer, Stapelbuffer, Boolbuffer. Ringbuffer im Prinzip ist am besten verwendet, wenn man Ressourcen hochlädt. Das heißt, man hat zwei verschiedene Bereiche, auf denen man arbeitet. Ein Bereich vom Ringbuffer wird gerade hochgeladen, ist quasi gelockt. Und den anderen Teil des Buffers fülle ich. Sobald jetzt der andere fertig ist oder der andere, den ich gerade gefüllt habe, hochgeladen werden muss oder der Buffer voll ist, muss ich warten, den nächsten Teil hochladen, und der Teil, der davor hochgeladen worden ist, kann ich verwenden. Also es ist quasi wie so ein Ring, das geht die ganze Zeit im Kreis, und ich habe immer einen Teil, den ich quasi nutze, der quasi frei ist. Ich habe einen Teil, der gerade on flight ist auf der GPU, und ich habe einen Teil, der gequeued ist auf einer Liste. Auch wieder mit dem Access-Objekt demnach. Ist am besten eben gemacht, wenn ich eben jetzt in einem Batch viele Ressourcen hochladen will. Ich erzeuge mir einen großen Buffer, schmeiß da Ressourcen drauf, sag alle heilige Zeit mal, jetzt Update, oder beziehungsweise der Ringpuffer hat sogar eine Implementierung, so wie ich ihn geschrieben habe, dass er sich automatisch updatet, wenn er einen gewissen Vollheitsgrad erreicht. Das heißt, ich push da einfach nur rein während meines Level-Loadings, so viel wie geht. Ich schaufel in diesen Ringpuffer rein. Der Ringpuffer stellt sicher, dass er nicht failt, sondern zur Not warte ich zwar in der Funktion, dass ich was reinschaufel in den Ringpuffer, bis was anderes abgeschlossen ist, aber im Prinzip in diesen Ringpuffer, das ist quasi ein schwarzes Loch. Der hat zwar eine gewisse Größe nur zum Hochladen, aber ich kann da reinschaufeln, so viel ich will. Wie lang es dauert, kommt eben darauf an, wie effizient ich ihn nutze. Und ich schaufel da rein, und der schaufelt auf der anderen Seite raus auf die demnach angegebenen GPU-Ressourcen. Eben gut für Loading. Dann ein Stapelpuffer. Der ist komplett dumm. Da schiebe ich einfach nur Zeug drauf. Wenn er voll ist, ist er voll, und Return false. So, das ist jetzt gut, wenn ich Frame-to-Frame was updaten muss. Ich habe quasi eine Update-Funktion. Ich update quasi erst alle meine Ressourcen. Ich lasse erst meine Skripte laufen, bevor ich Rendering überhaupt erstmal starte. Und in dieser Update-Funktion werden eventuell neue Positionen generiert, alles Mögliche. Und diese Positionen, die alle generiert werden, stapel ich einfach auf diesen Stapelpuffer drauf. Ich sage, das soll dann dahin, und es stapelt sich alles auf, bis dieser Stapelpuffer voll ist. Das ist natürlich blöd, weil das ist ja dann Pufferüberlauf, den muss man dementsprechend dimensionieren. Und jetzt sind alle Update-Funktionen fertig, und dann sage ich, okay, alles fertig, go for it. Und dann ist eine Comment-List, die executed wird, die sicherstellt, dass alle Copy-Operations für diesen Frame durchgeführt werden. In der Zwischenzeit kann ich CPU-seitig schon mal Draw-Comments vorbereiten, die dann auf die Daten arbeiten, und kann dann meine CPU-Leistung anderweitig nutzen. Das heißt, ich bin da quasi verschoben. Ich habe den ersten Teil von meinem Frame, die CPU-Leistung für Copy, den zweiten Teil vom Frame meine CPU-Leistung für Draw und meine GPU-Leistung für Copy.
dann bin ich am nächsten Frame und während der nächste Frame seine CPU-Leistung nimmt, um den nächsten Ringpuffer vollzunehmen, kann ich vom letzten Frame meine, sage ich jetzt mal, meine 3D, meine Draw-Sachen auf der GPU exekuten. Das heißt, ich habe da quasi eine Verschiebung drinnen, während ich die einen Daten zum Hochladen vorbereite, für den nächsten Draw executed der vorherige Draw. Das heißt, ich kann das Ganze so ein bisschen verschieben und kann dann mit dem Stapelpuffer, wenn die richtig dimensioniert sind, eventuell auch mit Double Buffering, dann kann ich sogar eventuell zwei Frames komplett auf der CPU lassen. Das muss man dann eben dimensionieren, je nachdem, wie das läuft. Kann ich da recht effizientes Sache nutzen, die auch nicht oft geexecutet wird. Ich muss halt nur richtig dimensionieren. Ja, dann kann ich einen sogenannten Pool-Buffer nutzen. Dieser Pool-Buffer, der Pool allgemein bei Memory-Allocatern redet man davon, dass man gewisse Teile hat, die alle gleich groß sind. Das heißt, ich habe, sagen wir mal, 128 mal 1 Megabyte. Und immer wenn ich was allocate, kriege ich 1 Megabyte und kann das nutzen, eben um da eine Copy-Operation zu machen. Jetzt könnte man sich fragen, für was würde das Sinn machen? Am meisten Sinn macht es eben für eine Textur, denn Texturen kann man oder sollte man oder könnte man in Teils kopieren. Der Witz ist, oder die wichtige Sache ist, in DirectX 12 müssen Texture-Copies immer aligned sein auf Power of Two. Und es gibt, glaube ich, auch ein Minimum, soweit ich weiß. Und um dieses Power of Two eben sicherzustellen, nutzen wir einfach Pool-Größen, die Power of Two sind. In unserem Fall, bei der Implementierung, habe ich 64x64 Pixel genommen. Und eine Teil ist quasi so groß, wie viel ich Bytes für 64x64 Pixels eines gewissen Image-Formats brauche. Ein Image-Format wird eigentlich nur von der Breite eines Pixels definiert durch die Bits per Pixel. Also zum Beispiel eine Standardtextur hat da 32 Bits, also 4 Bytes. Das heißt, ich hätte demnach als Größe für eine Teil oder ein Pool-Element in dem Fall 4 x 64 x 64. Und das ist dann lustigerweise auch genau so, dass es eben passt. Einzige, was eben nicht passt, es passt nicht aus Alignment. Das heißt, ich muss einen längeren Buffer nehmen und davon Subteile nutzen als meine Pool-Teile. Und was ich dann quasi mache bei der Texture-Copy, ich divide meine Textur erstmal logisch, also nicht physikalisch, sondern einfach nur logisch in eben Teils, die ich hochladen will. Und dann gehe ich für jede Teil durch, kopiere die in den Buffer, mache dann eine CPU-Copy. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt eine Textur habe, die jetzt eben nicht genau auf die Teils aufgeht, dann kopiere ich einfach nur einen Teil in die Textur und mache auch nur einen Teil-Copy auf der GPU. Das ist dann wiederum überhaupt kein Problem, eine Teil-Copy auf der GPU zu machen, also eine Teilkopierung. Ist halt einfach nur wichtig, dass das Ganze eben schön aligned ist und dass eben letztendlich, wenn ich eine ganze Textur eben hochlade, dass eben das Stride dementsprechend passt. So, man kann sich jetzt noch beliebig viele weitere Buffer ausdenken. Das war jetzt einfach nur mal nur ein Beispiel von denen, die wir auch nutzen werden, also den Ringpuffer, um eben beim, wenn ich jetzt irgendwie Modelle lade, oder irgendwelche großen Eigenschaften reintun. Hauptsächlich werden wir es eben für 3D-Modelle nutzen. Ein Ringpuffer, ein Stapelpuffer, um Update pro Frame zu erzeugen und eben ein Poolpuffer, um eben Texturen hochzuladen. So, das heißt, ich habe jetzt schon mal auf jeden Fall diesen Pfad hier sichergestellt, GPU-CPU. Jetzt muss ich aber irgendwie noch diesen Pfad CPU-Harddisk machen und was zu diesem Pfad eigentlich immer dazu gehört, ist Kompression-Dekompression beziehungsweise Encoding-Decoding, also Komprimierung und Decoding. Decoding eben für Bilder und Komprimierung eben für Modelldaten. Denn man möchte das Ganze ja auf Disk so klein wie möglich halten. Das heißt, meistens reicht es nicht aus, einfach die Datei zu öffnen und zu laden. Das ist am einfachsten. Das ist fast so einfach wie Memcopy, ein paar Zeilen mehr. Das kann ich in WinAPI schreiben ohne große Probleme, auch wenn ich wahrscheinlich irgendwann mal eine Klasse dafür schreiben werde. Das ist kein großes Ding. Aber eigentlich im Prinzip, was dazu immer noch gehört, ist eben diese Komprimierung, Dekomprimierung. Noch machen wir das Ganze auf CPU-Seiten. Klar, wir könnten jetzt auch einen Shader schreiben, der dekomprimiert. Ist aber ein bisschen komplexer. Allerdings wird mit der RTX I/O und auch mit der Direct Storage, mit den Technologien, die demnächst irgendwann mal auf den Markt kommen, wird es direkt von der GPU, auch von DirectX unterstützt werden. Komprimierung, Dekomprimierung, gerade auch Bilder, um das Ganze eben komplett CPU-los zu machen, denn gerade so Komprimierungen, Dekomprimierungen sind einfach verdammt CPU-lastig und eigentlich jedes Level-Loading, egal welches Game ihr euch anschaut, egal wie alt, meistens ist bei jedem Level-Loading die CPU auf 100% wegen der ganzen Dekomprimierungsprozesse, die gemacht werden. Jede, zum Beispiel ein PNG, wir können uns nachher gleich mal ein Rechenbeispiel machen an einem PNG, was ich verwende, was da alles eigentlich gemacht werden muss. Ja, einfach mal so als Beispiel, für Dateien nutzt man sehr gerne zlib oder auch LZ4. Ich habe früher mal viel zlib genutzt, allerdings ist LZ4 mehr promising und das ist auch vom gleichen Autor geschrieben, von dem ich immer das Hash-Library verwende. XXHash heißt das Library. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das sogar reingepullt, obwohl ich es jetzt gerade im Moment nicht nutze. XXHash, glaube ich, ist jetzt schon drinnen. Genau,
LZ4 ist eben vom dem gleichen Typ geschrieben, der auch XXHash geschrieben hat. Und das ist schneller wie Zlib, aber es komprimiert nicht ganz so gut wie Zlib. Also auf einer Konsole oder, ja genau, eigentlich auf einer Konsole würde ich jetzt vielleicht eher darauf gehen und sagen, man nutzt jetzt Zlib, wenn das Ganze auf die Platte passen muss, also auf die Disc passen muss, auf die Blu-ray, was auch immer heute das Medium von der Konsole ist. Wobei eigentlich auch schon mit den Festplatten auf der Konsole das bald wahrscheinlich auch schon egal ist. Wobei natürlich diese, gerade von der, zum Beispiel von der Xbox oder von der Sony, da braucht man ja eine speziell zertifizierte Festplatte, beziehungsweise bei der Sony braucht man zertifizierte und bei der Xbox braucht man diesen Dongle bei der neuen. Und der kostet dann natürlich wiederum mehr, das heißt, das Speicherplatz auch wiederum wertvoll. Da gibt es spezielle Libraries, das wurde jetzt, glaube ich, von Epic Games aufgekauft oder gehört schon länger zu Epic Games. Die schreiben nur so Compression Libraries für Spiele. Ja, kann man dann dementsprechend nutzen, aber eben Zlib und LZ4 sind eben beides Libraries, die man gut verwenden kann, auch mit einer freundlichen Open-Source-Lizenz, nicht irgendwie so eine komische Source-Code under same license oder irgend so ein Schmarrn, sondern wirklich Lizenzen, wo ich sage, ja, nutze ich. Und da werden wir wahrscheinlich, wenn wir es dann nutzen, LZ4 nutzen. Genau. Bilder sieht dann wieder ganz anders aus. Bilder haben wir andere Formate, zum Beispiel PNG, Portable Network Graphics, das ist das, was wir hauptsächlich verwenden werden. Oder aber auch JPEG. Im Prinzip kann uns das im wurscht sein, denn das nutzen wir über das Windows Imaging Component. Das ist eine Abstraktion drüber, der hat eigene Decoder für die einzelnen Formate implementiert. Und da sagen wir einfach nur, hier ist unsere Datei und der sagt uns, was ist das Native-Pixel-Format von der Datei. Dann kann ich schauen, muss ich das Ganze eventuell konvertieren. Das habe ich jetzt noch nicht implementiert, weil mit PNG und JPEG, mit den gängigen Formaten, die wir im Moment nutzen, sollte man da auf kein Problem stoßen. Und dann kann ich eventuell irgendwelche Konvertierungen machen, komplett mit WIG. Das macht alles wieder Windows Imaging Component selber. Man muss nur so ein bisschen quasi in den Lookup-Table schreiben, folgender Source-Format wird zu folgenden Target-Format und folgender Target-Format entspricht folgenden DirectX-Typ, um dementsprechend das Laden richtig zu machen. So, das heißt, jetzt habe ich im Prinzip Disk-CPU und CPU-GPU. Und das ist im Prinzip das, was unser Memory Manager zumindest bis jetzt aktuell unterstützt. Alles, was weitergeht, habe ich jetzt nicht implementiert. Vielleicht werde ich es in der Zukunft noch machen oder ihr macht euch das selber. Und das ist ein komplettes Management-System. Das erweitert sich dann noch um zum Beispiel Verschlüsselung, Entschlüsselung. Gut, das passt jetzt, kommt jetzt noch ein bisschen zu diesem Loading dazu. Wobei das meistens auch ein bisschen anders genutzt wird. Wenn ihr zum Beispiel Copyright Protection wollt für euren Content, dann nutzt ihr natürlich nicht einfach nur LZ4, weil dann nimmt einfach jemand eure Game-Dateien, haut die durch LZ4 durch und schon hat er die ganzen Rohdateien wieder mit den ganzen Modellen, mit der Musik und alles. Und da kann man ziemlich leicht rippen. Deswegen, die Unreal Engine zum Beispiel macht so, die packt alle Dateien einzeln in Pakete zusammen und die Pakete werden dann verschlüsselt mit einer Verschlüsselung, die recht schnell geht. Es gibt Programme und Möglichkeiten, diese Verschlüsselung aus einer Exe rauszulesen und das Ganze selber zu entschlüsseln mit Tools, ist aber eben nach nicht offiziell und dann kann man sich dann eben schon wegen der weil das war ja eine Content Protection drauf, eben schon Strafe machen dadurch. Und das wollen man in dem Fall nicht. Also meistens ist es so, dass eigentlich bei einer Game Engine im Prinzip passiert dann ein Packing, ein Virtual File System, also in diesem Paket gibt es ein virtuelles Dateisystem, das heißt in der Engine sage ich, ich möchte Ressource blablabla slash blablabla blablabla und irgendeine Datei in unserem Projekt weiß, auf welches Paket das geht, mit welchen Entschlüsselungsschlüssel ich brauche, an welchen Offset das steht, wie lang das Ganze ist, welcher Dekomprimierungsalgorithmus genutzt wird, ist es schon ein PNG, nur war es verschlüsselt, eben dieses Ganze, in welchem Pack entspricht es, das nennt man gerne virtuelles Dateisystem, weil für den Entwickler letztendlich sieht es aus wie ein Dateisystem, der hat in seiner Engine immer noch so quasi wie ein Explorer, kann alles hin und her drag and droppen, auf der Festplatte vom Entwickler sieht es auch so aus wie im normalen Explorer mit Ordnern und Dateien, aber letztendlich wird das Ganze in der Production-System, in ein virtuelles Dateisystem reingepackt und dem verschlüsselt, wenn man denn möchte. Ja, des Weiteren, was man bei Ressourcen gerne macht, ist Hashing. Das heißt, wenn ich jetzt eine Ressource mit einem Pfad definiere, dann habe ich einen String, der, sagen wir mal, 255 Zeichen lang ist. Und das heißt aber auch, dass ich nach 255 Zeichen suchen muss und das dauert. Und zum Beispiel jetzt bei Whitechar sind es 2 Bytes. Das heißt, ich habe jetzt, um auf einen 64-Bit-Wert zu kommen, hätte ich jetzt 4 Zeichen frei, die zu nutzen für einen Dateinamen. Wenn ich jetzt aber diesen Dateinamen vorher hashe, mit zum Beispiel XXHash, das ist mein Lieblings-Hash-Library, bekomme ich da eine Unique-ID raus. Die ist dann zum Beispiel 64-Bit breit. Das heißt, ich kann jetzt einen beliebig langen String in 4 Bytes speichern. Klar, es kann Collisions geben beim Hash, aber das kann man dementsprechend beim Baking-Prozess von dem Game dann sicherstellen und dann eventuell irgendwie mit Control-Chars arbeiten oder eine Nutzerfehlermeldung ausgeben. Da muss halt der Nutzer das eventuell umbenennen, aber gerade XXHash ist eigentlich recht gut verteilt. Genau. Und dann habe ich quasi nur noch einen 64-Bit-Wert, der eben einer Ressource entspricht und ich gebe der Engine quasi nur meinen 64-Bit-Wert und die weiß genau, aus welchem Paket er das mit welchen Schlüsseln laden muss und reinpacken muss. Genau.
Dann, was man natürlich gerne beim Memory Management auch macht, ist ein automatischer Disk-GPU-Transfer bei Verwendung. Also sobald ich quasi in irgendeine Ressource verwende, wird die automatisch geladen und löst eventuell ein rekursives Laden aus. Ist gerade, wenn ich jetzt irgendwie Sachen nachlade, ganz wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Multi- oder ein Open-World-Game habe, wo ich durchlaufen kann und dann immer neue Sachen nachladen muss. Da stellt quasi der Culling-Algorithmus fest, ich komme jetzt in eine neue Region, das wird jetzt demnächst sichtbar und dann würde das dann dementsprechend Jobs auslösen auf der System, die dann dementsprechend das von Disk geladen, zu GPU transferen und dann eben bereitstellen und dann kann ich das quasi im Prinzip automatisieren. Das werden wir jetzt nicht implementieren. Das Ganze kann man auch sehr gerne eben eventgetrieben machen, das heißt, ich habe quasi ein Event, was sagt, ich löse ein Event aus und sage, folgende Region wird geladen. Und dieses Event löst dann andere Events aus, die dann heißt lade folgendes Ding. Und diese Events würden dann durch die Engine durchpassen und irgendwann letztendlich würde das Event aufgegriffen werden, zu einer echten Ressource zugeordnet werden und dementsprechend dann ein Job, der eben die dementsprechenden Ressourcen, die dahinter stecken, also Modelldaten, Texturen und so weiter, lädt. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns einmal ganz kurz an, wie das in C++ aussieht. Ich möchte nicht ganz zu detailreich darauf eingehen, denn wie gesagt, wir haben Texturen noch nicht besprochen und ich werde jetzt grob erklären, was ich gemacht habe genau. Zum einen habe ich jetzt hier XX-Hash reingetan, das habe ich jetzt tatsächlich doch nicht gebraucht. Ich wollte erst noch einen gescheiten Ressourcenmanager schreiben, habe ich mich aber dann doch dagegen entschieden. Jetzt ist es drin im Projekt, wir werden es aber auf jeden Fall, denke ich mal, auch schon nochmal nutzen, von daher ist kein Problem, wenn es drin ist. Genau. Ich würde sagen, wir fangen jetzt heute mal direkt wieder hier an in der im Main-Job. Und zwar geht es jetzt darum, eine Textur zu laden. Und zwar Textur, die können wir uns mal anschauen. Und zwar wollen wir folgende Textur laden. Ich habe einfach mal ein bisschen rumgebastelt. Keine Angst, ich bin nicht unter die 3D-Modeler gegangen. Das ist so ein Drag-and-Drop-Programm, wo man sich die Charakter selber zusammen drag-and-droppen kann. Das sollte ein 3D-Charakter sein. Ich habe aber einfach nur in den das Studio heißt es. Ich habe da einfach mal nur einen Charakter zusammengedroppt und einfach mal einen Render gemacht. Das ist ein 4K-Render, also wir haben hier, wenn wir mal reinschauen hier in die Eigenschaften, Details 3840 mal 2160 Pixel mit 32 Bit-Tiefe. Und Bit-Tiefe ist übrigens nicht per Color-Channel, sondern per Pixel hier in dem Fall. Das heißt 32 BPP, also Bits per Pixel. Können wir tatsächlich mal ausrechnen, was das wäre. Also 32 müssen wir da durch 4 teilen. Und nein, durch 8, ich bin dumm. 32 durch 8, 4 mal 2160 mal 3840 durch 1024K durch 1024M. Das heißt, wir haben hier ungefähr 31,6 Megabyte. Aber auf der Disk sehen wir schon, wir haben hier nur knapp 4 Megabyte. Und wir sehen, das ist komprimiert. Das müssen wir erst dekodieren. Und da kommen wir gleich dazu, wie ich das eben gemacht habe, das Dekodieren auf der CPU-Seite. Nur hier, um nochmal das Ganze zu sehen. Oh, genau, das ist einfach jetzt so ein Beispielbild, was ich jetzt reingenommen habe, damit wir das einfach mal sehen können, dass wir einfach diese Textur laden. Genau, also wie laden wir die? Als allererstes mal brauche ich zwei Heaps. Und zwar habe ich jetzt einen neuen Heap implementiert, und zwar diesen GPU-Stack-Heap. Dieser GPU-Stack-Heap ist gemanagt, das heißt, er hat eine Alloc-Funktion. Mit dieser Alloc-Funktion kann ich eine gewisse Anzahl an Bytes allocaten auf den Heap. Die sind aligned auf 64 Kilobyte, die Allocation. Und kann diese dann später nutzen, um Ressourcen zu erzeugen. Auf dieser Allocation-Info, das ist ein Struct, der beinhaltet einfach nur einen Pointer zu einem Heap, ein Offset und eine Größe. Und der funktioniert jetzt auch für eine X-Ressource als Eingabeparameter. Also erzeuge ich mir zwei Heaps. Einen normalen Heap, 64 Megabyte groß. Das ist der, wo die Textur draufkommt. Brauchen wir. Die Textur ist grob 32 groß. Ich habe jetzt einfach 64 gewählt. 64 MB Production Heap auf der GPU. Dann Upload Heap 8 MB. Das heißt, wir sehen, die ganze Textur wird da nicht reinpassen. Wir müssen da mehrfach executen und warten. Das habe ich einfach mal nur zum Testen gemacht. Ich könnte ihn hochskalieren, dass das Ganze besser läuft, was ich natürlich in der Production-Umgebung auch machen würde. Da würde ich, keine Ahnung, 1024 Upload Tiles allocaten. Jetzt habe ich nur 128 Upload Tiles, A64x64 Pixel. Beziehungsweise kann man das auch schauen, wie viel Speicher hat der Nutzer gewählt, was hat er für eine Grafikeinstellung gewählt, wie viel Speicher brauche ich, wie viel bleibt mir über, so dimensioniere ich meinen Upload-Buffer. Also das würde ich jetzt eher auch dynamisch machen dann in der Engine. Genau. Also haben wir hier einfach jetzt mal einen Upload-Heap, der hat 8 Megabyte, der wird jetzt nicht komplett geused werden, sondern ich glaube, wir nutzen nur 1 oder 2 Megabyte zum Uploaden von den 64 Teils, aber was wir eben machen könnten, wäre, wir könnten andere Upload-Konstrukte auch noch drauf konstruieren.
So, das nächste, was ich mache, ich öffne mir eine Bilddatei, und zwar habe ich hier einen VIC-Meter. Dieser VIC-Meter beinhaltet alle Parameter, die eine VIC-Datei haben kann. Ich kann sie von Memory laden, als auch von einer Datei. Aber das eigentliche Wichtige: Width, Height, Bits per Pixel, Stride, Native Pixel Format, Target Pixel Format ist intern verwendet. Und DXGI Format, das Target GI Format, was eben das Zielformat unserer Textur angibt. Das heißt, ich mache hier einfach eine Datei auf, in dem Fall hier die Datei test.png auf ImageMeter. Das Ganze assert ich, dass es stattfindet. Also dieser Struct hier wird gefüllt. Und jetzt kann ich danach diesen Struct hier nutzen, um meine Ressource zu describen, also mit einer Width, einer Height und einem Format. Kann diese Ressource hier erzeugen. Bevor ich die aber erzeugen kann, muss ich erstmal von diesem Production Heap, von diesem Stack Heap was allocaten. Das mache ich mit heap.allocate auf diese Textur Allocation hier. Das ist mein Eingabeparameter und Ausgabeparameter. Und zwar möchte ich eine Ressource der Größe für diesen Descriptor machen. Das ist eine statische Funktion hier, die gibt einfach nur an, wie groß eine Ressource X sein muss, wenn sie folgende Beschreibung enthält. Das heißt, ich gebe hier einmal meine Beschreibung ein und der sagt mir, wie groß die Ressource sein muss. Also sage ich hier, allocate mir bitte einmal die Größe von dieser Textur. So, danach kann ich diese Textur Allocation nehmen, um die Ressource tatsächlich zu erzeugen auf die Descriptor, und nenne die dann Textur. Der nächste Job, der ist jetzt hier, das Ganze hochzuladen. Dazu muss ich mir nochmal was allocaten, und zwar in dem Fall 1 Megabyte brauche ich hier, denn mein GPU Upload Texture Pool wird 1 Megabyte nutzen. Also müssen wir demnach sogar 32 Mal auf der GPU warten, bis alles hochgeladen ist. Ist aber im Prinzip kein Problem. So, das heißt, dieser Upload Pool, der wird jetzt erzeugt über ein Device und über den Allocator. Ich könnte ihn theoretisch hier noch ein paar Parameter angeben, und zwar die Bits per Pixel, die sind jetzt standardmäßig auf 32, und die Tile Count, die ist jetzt in dem Fall 64. Jetzt machen wir mal vielleicht 128, dann müssen wir hier nur die Memory Größe auch verdoppeln. Können wir einfach mal ein paar mehr Tiles reinpacken. So, danach benenne ich den Pool hier noch, und was ich jetzt als nächstes mache, ich habe jetzt einen eigenen Job geschrieben, denn da ja so ein Dekodieren von der Textur einfach Zeit dauert, weil ich das von der Datei laden muss, ich muss das eventuell konvertieren, ich muss das Ganze kopieren in den eigentlichen Upload-Heap, habe ich das Ganze zu einem eigenen Job gemacht. Den haben wir hier, Loading Image Load Job. Dieser Image Load Job kommt eben eine Reference auf eine Meta, eine Reference auf einen Pool, den er zum Uploaden nimmt, und ein Pointer auf eine Ressource, die er befüllen soll. Also quasi lade folgende Datei in diese Ressource und nutze folgenden Upload-Pool. Implementierung ist eigentlich nicht sehr wild. Ja gut, hier ein bisschen Prepare, der ein bisschen hier schaut, dass die Meta gültig ist und sowas. Das allererste Mal muss ich mir CPU-seitig Memory allocaten, also Stride, beziehungsweise könnte man auch Row-Pitch hier nennen, mal Height, wird hier einmal gemallockt. Das habe ich gar nicht asserted. Oder? Ja, ist egal, der hier checkt den Pointer einfach nochmal ab. Und dann sage ich den hier einfach, den VIC-Image-Prozessor in dem Fall, mit der Funktion VIC-to-Memory, lade für folgende Meta auf diesen Texture-Pointer, der die folgende Größe hat. Schlägt das Ganze fehl, löse ich den Pointer und asserte false. Das habe ich einfach so gemacht hier, das assert hier drunter, dass der Free auch sicher ausgeführt wird, dass wir kein Memory-Leak haben. Danach uploade ich zur GPU. Das ist eine Void-Funktion, denn die wird immer stattfinden auf dem Pool. Es sei denn, sie throwt eine Exception. Und danach kicke ich einen Wait off und waite, beziehungsweise der Pool muss gekickt oft werden. Das stellt einfach sicher, dass eventuell wird nicht direkt abgeloadet, weil die Tiles noch nicht alle committed sind, weil die noch nicht alle geused sind oder zu wenig Tiles geused sind. Dann wartet der noch, der Pool, bevor er anfängt abzuloaden. Deswegen sage ich ja immer noch Kickoff. Das wird eventuell später woanders stattfinden, je nachdem. Und sage dann nochmal im Wait-Objekt, warte, bis eben der Upload hier fertig ist. Und dann kann ich hier dementsprechend das Ganze freeen und Job Return dann ausgeben. Also das ist im Prinzip das ganze Uploading. Ja, wir können mal ganz kurz vielleicht in die WIC-Dateien reinschauen. Eigentlich interessant ist die WIC-Meta. In der Meta sind so Sachen drin wie Open, Open, Close, Internal Open, Convert, GUID, 2DXGI und solche Sachen, ein paar Arrays. Ja, es ist Windows Imaging Component, da will ich jetzt nicht komplett drüber reden. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, dann mache ich da mal, wenn ein eigenes Video dazu nur zum Windows Imaging Component, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das ist im Prinzip
ja, man muss ein bisschen Programmiererfahrung haben, dann kommt man da auch ohne Beispielcode relativ weit mit dem, weil der ja doch im Prinzip recht straightforward ist hier mit Initialize from Memory, Create Decoder from Stream, File Handle und dann Copy und Überprüfungen und dann letztendlich hier mit Copy Pixels und Rects kann man da auch ganz einfach Copy Operations wieder ausführen. Und nur, dass halt diese Copy Operation demnach eine Conversion mit impliziert. Naja, auf jeden Fall hier mit diesen zwei Zeilen erzeuge ich, dass meine Textur geladen wird auf die CPU-Seite und final auch auf die GPU-Seite. Danach schließe ich meine ImageMeter-Datei wieder, da ist nämlich eine File-Handle drin, also muss ich die schließen. Das stellt einfach nur sicher, dass die CPU-seitig die Datei wieder freigegeben worden ist, beziehungsweise Operating System seitlich. Genau. Ganz hier unten haben wir noch ein Release, erstmal ein Pool, den dann die Ressource und dann die beiden Heaps wegschmeißen. Stellt einfach nur sicher, dass die Textur über die komplette Programmlaufzeit überlebt. Ja, ich habe noch ein paar kleinere Änderungen gemacht, allgemein. Zum Beispiel habe ich die Wait Objects grob verändert. Die werden jetzt Events erzeugen, wenn sie noch nicht fertig sind. Und werden nicht auf diese Events warten, sondern werden diese Events mit einem Timeout von 0, also einem direkten Timeout, die ganze Zeit abpollen. Ich weiß nicht, ob es mehr performant ist oder weniger performant. Das Einzige ist, es ist schön an Inside Graphics, weil wenn ich die ganze Zeit diesen GetFenseCompletionValue drinnen stehen haben. Werdet ihr aber gleich sehen. Ja, des Weiteren könnte ich jetzt noch eingehen auf die einzelnen Copy-Provider, die ich hier geschrieben habe, also den GPU-Texture-Pool, den Stack-Buffer und den Ring-Buffer. Ich möchte es allerdings nicht. Im groben Ablauf wisst ihr, wie es geht. Schaut euch den Code einfach mal selber an. Es ist relativ lang, es ist eine Implementierung von den Ring-Buffer. Also das ist keine große Komplexität dahinter, das ist ein Standard-Ring-Buffer. Genauso wie der Stack-Buffer, es ist auch nur ein Stack-Buffer, nur dass der eben letztendlich halt immer am Ende noch ein bisschen auf die GPU wartet und immer noch irgendwie hier eine Copy-Buffer-Region ausführt. Das gleiche mit der Textur, das ist auch nur ein Pool-Allocator, der, gut, okay, im Prinzip ist es eigentlich kein originaler Pool-Allocator, eigentlich ist es ein Fixed-Size, Stack-Allocator, der auch im Kreis läuft. Ich habe einen Write-Head, ich habe einen Read-Head. Ne, ich glaube, einen Read-Head habe ich gar nicht. Ich habe nur einen Write-Head und einen Flight-Count. Und letztendlich dann irgendwann mal hier. Das hier ist die Texturkopierung auf der GPU-Seite. Aber wie gesagt, über Texturen haben wir nochmal ein dediziertes Video. Da werde ich den kompletten Texture-Copy, Texture-Creation, was man alles genau beachten muss, in einem eigenen Video hier erklären. Ich habe das jetzt einfach nur mal hier programmiert, damit wir einfach dieses Ressourcenthema jetzt mal abschließen können. Da werden wir nochmal drüber reden. Genau. Gehen wir auf Debug-Configuration. Ja, eigentlich hätten wir auch direkt auf Release bleiben können, ist egal. Und starten das Ganze mal, damit ihr seht, dass alles gut läuft. Ja, kompilieren nochmal schön alles, wenn du Freude dran hast. Und da seht ihr, wir haben immer noch alles genau gleich, 255 FPS, Alt+F4 geht wieder, keine Fehlermeldungen, keine GI oder D3D-Fehler hier. Scheint alles zu gehen, ist gut so. Also würde ich sagen, hat sich nichts geändert. Wir programmieren hier schon stundenlang ins Blaue hinein, ohne dass sich was ändert auf der GPU. Oder ansehnlich ändert, aber jetzt Inside Graphics, da können wir wieder verifizieren, dass sich was geändert hat. Also Launch Frame Debugger. Du hast wieder Probleme mit Steam, ich weiß. So, ich habe jetzt hier mal einen Frame-Copy nochmal gemacht. Und zwar, wenn wir jetzt uns das Ganze mal hier anschauen, von den Heaps her. Ich habe jetzt wieder einen Production-Heap und einen Upload-Heap. Auf diesem Upload-Heap liegt mein Texture-Upload-Pool hier vom Typ ID3D12-Ressource. Und in diesem Pool steht jetzt, müssten jetzt im Prinzip gerade schon Texturinformationen sein. Da müssten wir uns jetzt hier nochmal ein anderes Format holen, damit wir hier auch die Pixelwerte sehen mit Red, Green und Blue. Das ist jetzt alles relativ null, das liegt einfach daran, weil, wenn ihr euch an die Textur zurückerinnert, die hat hier recht viel Schwarz, beziehungsweise nicht Schwarz, sondern Alpha-Werte hier, also 0, 0, 0, 0. Dass wir hier relativ viel in diesem Bild leere Pixel haben. Deswegen war auch die PNG-Datei selber recht klein, weil da eben viele Blöcke von diesem PNG einfach zusammenkomprimieren konnte. Den Luxus können wir uns auf der GPU leider nicht leisten, weil wir eben schnell auf die Textur drauf zugreifen müssen. Und deswegen haben wir jetzt hier so viele Nullwerte hier drin, die komplett nur Null sind. Ich würde es sogar wundern, wenn doch, da haben wir ein paar Farbwerte. Hier seht ihr, wo ist er hin? Da war ist ein Alpha-Wert hier noch drinnen. Ne, schauen wir jetzt mal im Production Heap. In dem Production Heap liegt nur eine Textur, die nutzt zwar den Heap fast halb aus. Und zwar ist es hier unsere Textur. Und jetzt kann ich diese Textur hier anklicken.
mit der Maus, einmal linksklick. Und ihr seht schon, hier unten hat sich ein kleines Thumbnail aufgebaut. Und zwar, wenn ich jetzt hier mal auf X klicke, seht ihr hier tatsächlich in Inside Graphics die Textur, die wir jetzt hier gerade eingegeben haben. Gut, ich muss hier noch die Alpha, den Alpha-Channel aktivieren, damit ich auch tatsächlich hier mit Alpha-Werten was sehe. Also ihr seht auch der Schatten hier. Den hat man, glaube ich, in Irfan-View gar nicht so gut gesehen. Nee, eigentlich gar nicht. Aber jetzt hier an der GPU mit Alpha-Hintergrund, mit hellen Hintergrund, seht man auch, dass der Schatten hier von diesem DAS-Studio ganz gut gerendert worden ist. Und wir sehen die Textur. Das Einzige, was wir hier haben, wenn wir ranzoomen, wir haben hier kein Texture-Filtering. Der macht hier überhaupt kein Filtering. Filtering ist, zum Beispiel, wenn wir jetzt das mal vergleichen mit Irfan-View, wenn ich jetzt hier mal ranzoome, nehmen wir einfach mal das Auge hier als Beispiel. Ihr seht, dass das alles hier... ihr seht, das ist relativ... es ist zwar pixelig und körnig, aber es ist... zusammenhängend. Das ist zwar verschwommen, weil ich jetzt so nah dran bin, aber es ist zusammenhängend. Wenn ich das Ganze jetzt hier mal vergleiche mit Inside Graphics, wenn ich jetzt da mal zum Auge gehe, weiter komme ich nicht ran. Es ist alles pixeliger, die Pixel sind grobkörniger, aber dafür ist die Schärfe an sich gewahrt, auch wenn diese Schärfe in dem Fall Pixelung heißt. Da wird quasi ein Weichzeichner drüber gelegt, der lässt es schöner aussehen, aber halt unscharf. Letztendlich ist das hier, was wir letztendlich in dem Spiel haben wollen. Aber das ist eben das, was mir hier Inside Graphics angibt. Das ist auch richtig so, denn wenn ich Pixel analysieren will, dann möchte ich kein Filtering haben. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass man es nicht einschalten kann. Es gibt hier zwar die Möglichkeit, den Shader zu bearbeiten, der hier genutzt wird, aber man kann leider diesen Static Sampler hier nicht verändern. Das ist sehr schade. Genau. Aber im Prinzip, das werden wir auch irgendwann mal machen, wie man da eben sampelt in Texturen. Das kann man eine große Sache drüber machen. Genau. Aber wir sehen, die Textur hat sich gut geladen. Und jetzt können wir nochmal die andere Change anschauen. Und zwar hier in der Events View. Da seht ihr, das sieht jetzt alles ein bisschen sauberer einfach aus. Ich habe jetzt hier nur noch wenige Get Completion Values. Und dann habe ich jetzt hier so ein Set Event und Completion. Das hier ist quasi alles vorausgeplänkelt. Da wird überprüft, ist er schon fertig? Nein, ist er nicht fertig. Dann geht er nochmal eine Ebene weiter. Ist er fertig? Nicht fertig. Dann werden noch ein paar Werte ausgelesen für eben dementsprechend das Event. Dann wird eben dieses Set Event und Completion aufgerufen. Da wird eine Event-Handle übergeben. Und sobald der Event dann fertig ist, wird dann Windows hier mitgeteilt, folgendes Event ist fertig. Und dann wird per Polling meiner Applikation auch wieder Bescheid bekommen, das Event ist fertig. Ganz wichtig, wir warten hier auf keine Events, wir pollen für Events. Das ist notwendig für Performance-Gründen, dass unsere Anwendung volle Performance ausnutzen kann, auch wenn die CPU-Leistung dadurch hochgeht und der Stromverbrauch auch, aber wir wollen performant sein. Genau. Oder beziehungsweise wir wollen reusen unsere, wir wollen theoretisch den Thread reusen. Ja, im Prinzip war es das eigentlich auch schon für das heutige Video. Ich weiß, wir haben wieder viel geredet und wenig erzogen. Ja, wobei, ich würde sogar sagen, dass das heute das Video ist, wo wir am meisten erreicht haben, tatsächlich. Denn wir haben hier tatsächlich jetzt mal ein Bild auf der GPU. Das ist auf der GPU, das ist im physikalischen GPU-Speicher. Und das ist schon Success, würde ich sagen. Genau. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss.